Ja, hallo liebe VfB-Freunde, wir melden uns hier vom Trainingsplatz an der Mercedesstraße. Mit einem Blick an den Himmel könnte man sagen, der graue Bundesliga-Alltag hat den VfB wieder. Aber ganz so ist es natürlich nicht. Man muss unter das Fazit der ersten beiden Punktspiele sagen, null Tore, null Punkte, verloren aus im Pokal beim Drittligisten Rostock. Dann das 0:1 am Sonntag in Mainz. Man hat sich den Start in die Liga natürlich ganz anders vorgestellt beim VfB. Es gilt hier, die Dinge aufzuarbeiten. Der Trainer Taifun Korkut hat seine Stammbesetzung in den Kraftraum geschickt. Die Reservisten, sie trainieren hinter mir und arbeiten daran, dass alles besser werden möge. Allein, es fehlt ein bisschen der Glaube, dass es in der kurzfristigen Zukunft passieren wird. Denn am Samstag kommt einer der Großen, wenn nicht gerade der ganz Größte des deutschen Fußballs hier hinter mir, in die große Schüssel, in die Mercedes-Benz-Arena der FC Bayern München, wird seine Aufwartung machen, da wird die Elf gefordert sein. Und es gibt einige Dinge noch zu machen. Was hat das Spiel in Mainz gezeigt? Viele Spieler, sagte der Manager Reschke, sind noch nicht bei 100%. Damit meinte er unter anderem seinen Kapitän Christian Gentner, der nach den Kniebeschwerden nicht so gut ins Spiel reinkommt. Auch Mario Gomez ist noch nicht im Tritt. Die Harmonie mit seinem Sturmpartner Nicolas Gonzalez könnte auch noch besser sein. Erik Tommy, auch von ihm erwarten wir mehr. Es sind keine Flanken, keine Flügelläufe von den Außenverteidigern gekommen. Und natürlich, Holger Badstuber hat selber gesagt, es ist ärgerlich, ich muss an mir arbeiten. Zwei große Böcke hat er geschossen, einmal in Rostock und einmal in Mainz. Und beides Mal ist der VfB da doch auf die Verliererstraße gegangen. Also es gibt vieles zu tun. Hinter uns packen sie es an beim VfB und wir werden sehen, wie es dann gegen den FC Bayern geht. Danach ist die Länderspielpause und spätestens dann wird man noch einmal durchatmen müssen, um dann neu zum Angriff zu blasen.